Meistertitel bevorstehend für einen grossen Konkurrent eBay. Sie können es machen, morgen zu oben. Wie fest interessiert Sie das? Ich verfolge das natürlich, aber ich habe jetzt noch nicht meinen Samstagabend geplant, ob ich das jetzt live vor dem Fernseher verfolge oder ob ich es einfach nur über das Telefon, dann über Meldungen werde verfolgen. Aber klar, verfolge ich in der Meisterschaft und will natürlich auch schauen oder wissen, was denn geht. Aber ich kann ja überhaupt nichts beeinflussen. Gibt es den Plan, zu gratulieren am Adi Hütter, wenn es denn so weit ist oder irgendetwas in die Richtung? Also ich habe keinen Plan. Wenn es dann irgendwann so weit sollte sein, dann ist es ganz klar, dass man einander gratuliert. Das gehört sich so. Ja. Zu Ihrer Mannschaft persönlich. Michael Lang ist, glaube ich, das erste Mal gesperrt diese Saison. Das erste Mal, weiß gar nicht, überhaupt beim FCB vielleicht sogar. Frage Petretta Manzambi. Haben Sie beantwortet? Für mich mehr auch die Frage der Neftali Manzambi. Wie haben Sie da umgeschult? Wie kann man das mit einem Spieler anschauen? Können Sie da etwas dazu sagen? Kann man Offensivspieler eher ein bisschen weiter hinten nehmen und ihm das beibringen? Also ich kenne den Neftali jetzt schon 5 Jahre. Wenn ich hier U18 aber noch habe, war er bei mir im Kader. Und ich habe das damals schon vor 5 Jahren mit ihm in der Summe von Betty damals angeschaut. Heisst, dann ein paar Mal Schuss probiert, hat das da eigentlich sehr gut gemacht, aber es ist dann nachher eigentlich verworfen worden. Und jetzt in dieser Saison haben wir mit ihm häufig Gespräche gehabt, aufgrund von den vielen Offensivspielern, die wir haben. Haben mit ihm viel geredet und ich sehe einfach in ihm viel Potenzial, dass er auf dieser Position gut spielen kann, vielleicht sogar eine gute und grosse Karriere machen, weil er extrem viel mitbringt. Aber es ist klar, er hat das in den letzten 7-8 Jahren in der Ausbildung nicht im Detail gelernt. Und wir haben ihn noch im Training in den letzten 4-5 Monaten eigentlich mehrheitlich da hinten noch drin gehabt. Das Training ist aber natürlich nachher kein Match, das ist nicht genau das Gleiche. Und trotzdem, mit dem, was ich kann beobachten konnte, was ich gesehen habe, ich das Gefühl, kann er das? Oder kann er das lernen? Er wird das, wenn er das einmal wird spielen, vielleicht nicht vom ersten Augenblick perfekt spielen. Aber das ist schon normal. Das Potenzial ist da. Wichtig ist aber, und das ist eigentlich das Wichtigste bei einem Positionswechsel, dass der Spieler das will. Ich habe selber in meiner Jugend und in meiner Vergangenheit als Profi viele verschiedene Positionen gespielt und ich habe das erlebt, wenn ich das nicht wollte selber. Dann kann ich auch nicht hundertprozentige Leistung abrufen. Wenn ich eigentlich nicht bereit bin, das anzunehmen, dann wird es schwierig. Also, dann tue ich ja quasi wie ein Böckeln. Oder wie ein Kind, das ein bisschen böckelt. Und dann geht es nicht. Und das, aber das macht er nicht? Nein, das macht er momentan nicht. Wir haben Gespräche gehabt. Aber da müssen wir jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Aber das macht er nicht. Ich sehe ihn im Training. Aber das Wichtigste ist wirklich, dass ein Spieler sich mit dem abfindet und sagt, hey, okay, das ist eine Chance, jetzt nutze ich den, das positiv gesehen. Rückblickend kann man wahrscheinlich sagen, dass die Meisterschaft in den ersten paar Runden von der Rückrunde verloren gegangen ist. Wie ärgerlich ist das, dass die Winterpause gekommen ist mit all diesen Transfers, wenn man jetzt sieht, wie die Rädchen alle wieder griffen und die Resultate eigentlich auch stimmen? Ja, jetzt sind wir schon fast mit einer Bilanz. Ich will eigentlich nach dem letzten Match irgendwo sein. Aber wenn es dann so wäre, ist es schon klar, wenn wir die Saison dort zurückverfolgen, dass es natürlich mit der Anfangsphase von der Rückrunde zu tun hat. Das ist klar. Da haben wir dann ein Heimmatch daheim gegen Lugano und gegen St. Gallen. Plus auswärts in Luzern 3 Match verloren, die einfach extrem wehtient. Und das ist natürlich ärgerlich. Sehr ärgerlich. Aber ja, wir müssen jetzt noch keine Bilanz ziehen oder extrem tiefgehend auf das eingehen. Wir wollen wirklich versuchen, die letzten 5 Matches zu gewinnen. So viele Punkte wie möglich zu holen, gute Matches zu machen und die Saison gut abschließen. Das ist eigentlich unser Ziel und nachher können wir dann mal eine Bilanz ziehen.